Willkommen zurück bei Colard. So, in der zweiten Folge will ich mal... Ich habe mich noch nicht entschieden, ich habe eine kurze Pause gemacht. Ich habe mich aber immer noch nicht entschieden. Ich denke, wir laufen jetzt einfach mal in Richtung des Funkturms. So, viel Ausdauer haben wir leider nicht. Wobei, nein, laufen wir nicht. Da sind wir vorher lang gelaufen. Also nehmen wir einfach die nächste Straße, hätte ich jetzt fast gesagt, den nächsten Weg, den wir finden. Okay, da könnte es vielleicht zu dem Funkturm hochgehen. Die Lampe anmachen. Leider gerade ein kleiner Ruckler drin. Mit Lampe wirkt das Ganze noch krasser. Ich weiß aber nicht, ob es da eine Batterie gibt, ob die irgendwie begrenzt ist. Deswegen versuche mir eigentlich immer solche Sachen zu sparen. Und man sieht es ja auch, denke ich, ganz gut in der Aufnahme. Dadurch, dass das alles Schnee ist. So, hier geht es auf jeden Fall immer sehr schnell, sehr hoch, wie es aussieht. Denn wir sind jetzt schon... Oh, wow. Okay. Okay. Sieht nicht sehr sicher aus hier. Ich schaue jetzt trotzdem erstmal in diese Richtung. Ah, okay. Ich nehme jetzt erstmal den Weg nach da hinten, weil ich da jetzt gerade was gesehen habe. Der Funkturm ist ja eindeutig. Den sehen wir immer. Oh, ich hasse es, wenn ich über solche Dinger gehen muss in Spielen. Hört auch schon was. Es wird bedrohlicher. Da hinten sieht man es. Da will ich hin. Und hier oben werden die Sichtverhältnisse natürlich auch gleich schlechter. Das macht es natürlich nicht besser. Ja, hier haben wir wieder was. Okay, aus irgendeinem Grund wird der Ton leider nicht mehr ausgeliefert. Deswegen werde ich das dann lesen. Bekenntnis einer Wärterin. Die 72-jährige NAN beschloss nach Jahren des Schweigens über Vorfälle aus ihrer Vergangenheit zu sprechen. Sie erzählte uns: Ich bin unheilbar krank und habe nichts zu verlieren. Ich wollte, dass die Menschen erfahren, was hier angerichtet wurde. Und all das im Namen der Wissenschaft. Okay, also wieder irgendeine Art Experiment. NAN experimentierte an Häftlingen. Oh, eine Zeile zu viel. NAN beschrieb den Ort, ein wissenschaftliches Forschungszentrum, an dem Wissenschaftler inhumane Experimente an Häftlingen durchgeführt haben sollen. Das geht meistens nicht gut. Es gab eine spezielle Kammer. Sie ließen uns nie auch nur in die Nähe davon. Sie wurde von Soldaten bewacht. Aber ich habe Leute gesehen, die dort hineingebracht wurden. Nur wenige von ihnen kehrten zurück. Mit einem von ihnen blieb ich in Kontakt. Ich fragte, was sie dort machten und warum so wenige lebend zurückkehrten. Er sah mich mit schreckverzerrtem Gesicht an. Er sagte: Anna, hast du jemals das Nichts gesehen? Eine tiefe, nicht enden wollende Leere. Ich war dort. Ich stand am Rand des eingestürzten Universums, an der Grenze zwischen Realität und Irrealität. Dort ist ein Abgrund, ein gigantisches Loch ohne Boden. Ein dunkler, höllischer Schacht. Und ich fühlte es. Es bohrte sich in meinen Kopf wie eine tickende Uhr. Es blickte mir von unten in die Augen. Es schlich sich an mich heran und es begann langsam, sich in mir breit zu machen, die Dunkelheit. Einige Zeit später gab mir derselbe Gefangene einen Brief
mit einem Hilferuf, den ich weitergeben sollte. Ich sollte ihn der Presse aushändigen und die ganze Sache aufdecken, doch der Brief verschwand. Bis heute weiß ich nicht, was mit ihm passiert ist. Wie dem auch sei, sie würden das Ganze wahrscheinlich ohnehin vertuschen. Wir baten den Aufseher der Gefängniseinheit, in der NRN arbeitete, um einen Kommentar. Wladimir Kronski, der Kommandant der Einheit, bestritt die geschilderten Vorfälle. Er teilte uns außerdem mit, dass NRN als Wärterin gearbeitet hatte, jedoch nie in dem von ihr beschriebenen Zentrum, da ein solches gar nicht existierte. Er schickte uns NRNs Mitarbeiterakte, der zufolge sie von 1940 bis 1950 im Gefängnis Suchanova, auch bekannt als Sonderobjekt 110, beschäftigt war. Sie wurde aufgrund einer psychischen Erkrankung entlassen. Beigefügt waren ihre Krankenakte und ein medizinisches Gutachten. Okay, also wieder mal das alte Thema. Da wurde was gemacht, was nicht in Ordnung war, und dann wurde es vertuscht. Eigentlich schon der Klassiker bei Horrorspielen, aber in diesem Zusammenhang, wenn es auf einer wahren Begebenheit beruht, zumindest zum Großteil, dann, okay, ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Nein. Dann ist es natürlich schon ein bisschen mehr beängstigend. So, wie komme ich da rüber? Gibt es bestimmt noch einen anderen Weg. So, dann geben wir ein bisschen Gas. Das Wetter hat sich hier gerade so schön beruhigt. Und auch die Geräuschkulisse. Oh, da unten brennt ein Feuer. Oh. Okay, dann müssen wir den ganzen Weg außenrum nochmal laufen wahrscheinlich, damit wir da wieder rankommen. So, wo sind wir hier? Ich habe keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall nochmal ein Camp. Ah, okay, wir sind jetzt wirklich nach unten gelaufen. Okay. Jetzt bin ich nicht sicher. Ah. Okay, ich kann... Das klingt nicht gut. Ich kann also schnell reisen zwischen den einzelnen Lagern. Das ist gut, aber hier hängt es gerade ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Es tut sich leider auch gar nichts. Die Maus lässt sich nicht bewegen. Ah, okay. Jetzt. So, ich will wieder dahin. Weil da war ich zuletzt. So, das ist gut zu wissen. So, wo waren wir jetzt? Wir waren jetzt ganz unten. Okay, dann schauen wir mal. Gehen wir mal hier durch. Ich mache jetzt doch die Lampe mal an. Okay, springen geht nicht. Das heißt, wir kommen irgendwann mal von hier. Ich kam von da oben. Hier geht es nur in den Gletscher. Das heißt, der einzige Weg, den ich habe, ist der da. Schauen wir mal. So, an dem Baum da unten bin ich vorbei, daran erinnere ich mich, weil da war, glaube ich, die eine Seite. Ich gehe jetzt mal hier nach oben. Okay, ich mache die Lampe mal aus. Okay, das macht es jetzt irgendwie nicht besser. Die ganze Sache. Okay, das ist wahrscheinlich einer von diesen Touristen. Ah. Okay, ich vermute, dass die Story-Seiten vertont sind. Okay.
I discovered the other bodies every few hundred meters apart. My position indicated the victims attempted to return to the tent as fast as they could. This could mean that the threat was gone and the group decided to go back to the tent. Or just the opposite. Someone or something appeared from the forest and forced its victims to run. At this point, it is difficult to determine what exactly happened. I have collected small samples from all bodies for further research at the unit's laboratory. I discussed the situation with the rest of the rescue team, and afterwards, they focused on the visual inspection of the tent and areas by the trees, and I entered the forest. Okay. Es wurden also Leichen gefunden. So, okay, das bleibt an. Da oben ist der Funkturm. Ah, jetzt löschen die Flammen. Wow. Hier oben geht auf jeden Fall der Punk ab. So, dann. Schaue ich mal kurz auf die Karte. Okay, das ist das. Okay, die Landmarks werden also automatisch. Moment. Oh, ich bin wirklich blöd. Hier stehen Koordinaten, wo ich hin muss. Für die Landmarks. Okay. Das ist gar nicht so einfach. 7N52E. 7, oh. Ach du Scheiße. 52E ist dann hier oben. Was haben wir noch? 66, das dürfte doch vielleicht eher die Gegend sein. 66, 72. Ist dann hier unten irgendwo. Okay, mal gucken, ob ich den Weg finde. Also theoretisch muss ich mich jetzt kurz reindenken, wenn ich runterschaue. Immer geradeaus und dann die erste links am Lagerfeuer. Das war aber, glaube ich, der Spot, wo ich nicht hinkomme. Deswegen schaue ich jetzt einfach mal. Hier war noch ein Weg. Das könnte diese Brücke sein, die da eingezeichnet ist. Also laufe ich jetzt erstmal hier runter. Und die erste links unten. Bisher gab es nur einige Merkwürdigkeiten, es war noch nicht so wirklich der Horror, aber es gab auch nicht allzu viele Informationen zum Spiel und auch nicht wirklich irgendwelche großen Ankündigungen. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Let's Plays dazu geschaut. Eines habe ich auf meiner Playlist, beziehungsweise auf meinem Hauptaccount dann die Playlist gespeichert, und zwar von den Kollegen von GameTube, weil ich mir das anschauen möchte, wie die das gespielt haben. Hier haben wir auch wieder, oh, eine Seite und ein Messer. Einfach nur, weil ich neugierig bin und sehen will, wie die das gespielt haben, und weil die Kollegen von GameTube meiner Meinung nach gute Let's Plays machen und das Ganze auch immer ein bisschen ernst nehmen, trotzdem aber witzig dabei sind. So, genug Werbung. So, Suversk ist eine geschlossene Stadt in der Oblast Tomsk in Russland, 15 Kilometer nordwestlich von Tomsk, am rechten Ufer der Tom gelegen. Sie befinden sich in den Händen von Rosatom, Russlands föderaler Agentur für Atomenergie. Die Stadt wurde 1949 gegründet und trug früher den Namen Pjatyi Potschowi, Postfach Nummer 5. Okay, 1956 erhielt der Ort das Stadtrecht. Die Stadt verfügt über mehrere Kernreaktoren und Chemiewerke zur Trennung, Anreicherung und Wiederaufbereitung von Uran und Plutonium. Sitz der russischen Forschungseinheit für Naturphänomene bis 1991, sowjetische Forschungseinheit. Die Einheit konzentriert sich auf die Erforschung von Naturkatastrophen in Russland. Okay. Kann ich das Messer bitte auch mitnehmen? Scheinbar nicht. Also kein Messer für mich. Da unten sehe ich noch was. Ich vermute, ich muss die Leichen finden. Da, jetzt seht ihr es auch.
hier unten. Ich tippe jetzt mal drauf, dass ich die Leichen alle finden muss. Ich einfach, weil diese Orte wohl markiert sind, wäre jetzt meine Vermutung. So, dann geben wir wieder ein bisschen Kette. Und wie es scheint, sind auch nur die Einträge... Oh, wow. Jetzt wird es aber dunkel hier. Wie es scheint, sind auch nur die Einträge vertont, die wichtig sind. Die anderen sind mehr so Nebenbei-Erzählungen, die aber auch nicht uninteressant sind. Oh, wow. Das ist definitiv dunkel. So, C's Kompass. Hilft mir... Oh, oh. Wow. Oh, wow. Und ich sagte gerade noch, dass da kein Horror drin... Oh Gott. Oh Gott. Nein. Der ist hinter mir her. Weg, weg, weg. Haha. Oh Gott, nein. Jetzt verstehe ich das Ganze mit dem Aufpassen, wohin man leuchtet, besser. Oh Mann. Oh Gott, ich hasse Wald. Dunkel, Wald, nicht gut. Beschissene Kombo. So, Tierfell, Knochen, wunderbar, Knochen. So, komme ich hier irgendwie hoch? Bitte, 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 bitte. Ich will einfach nur irgendwo rein, wo der hoffentlich nicht... hinkommt. Oh Gott. Ich bin eigentlich relativ abgestumpft in Horrorspielen, weil ich schon einige gespielt... Oh Gott. Schon einige gespielt habe. Das ist aber das erste Horrorspiel. Oh Mann, ich hasse diese Dunkelheit. Das ist das erste Horrorspiel, ohne dass ich mich wehren kann. Also ich kann nur wegrennen. So, Anomalien existieren nicht. Als ich vor fast 20 Jahren über eine seltsame Anomalie in meiner Stadt schrieb, zur Erinnerung, ich berichtete über Raumverzerrungen zwischen Gebäuden, dachten sie, ich wäre übergeschnappt. Seither wurde die Menschheit Zeuge von tausenden seltsamen, mysteriösen und unerklärlichen Vorfällen und Phänomenen auf der ganzen Welt. Viele davon wurden dokumentiert und zu vielen gibt es glaubhafte Beweise. Leider scheinen namhafte Wissenschaftler die... Oh Gott. Oh. 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 Beim Lesen, ich dachte eigentlich, das Spiel pausiert. Ich dachte eigentlich, das Spiel pausiert beim Lesen. Wow. Okay. Okay, das war nicht schlecht. So viel zum Thema, ich habe noch keinen Horror gesehen. Oh shit, oh shit, der steht schon wieder da. Ah, nein. Einmal reicht mir, oh. Da hat er mich echt gut erwischt. Nach oben, nach unten, oh, definitiv nach oben. Oh, ich kann nicht springen. Nein, meine Ausdauer ist weg. Ich glaube, das hängt damit zusammen. Nein! Was? Kurz auf die Karte, nur ganz kurz auf die Karte gucken. Was steht da? 76. 70. 67, sorry. Egal, weg hier. Oh. Oh nein! Ah, Verdammt, ich bin in die falsche Richtung geflüchtet. Es muss doch aber einen anderen Weg geben. Ich will ihm nicht schon wieder in die Arme laufen. Ich glaube, der kommt nicht hier hoch. Weil hier oben ist diese Dunkelheit nicht da. Ich werde es jetzt mal versuchen. Ich werde es bereuen. Oh Gott. Das ist halt so dieser Slender-mäßige Scheiß, nenne ich es mal. 67, 70. 67, 70, 67. 70. Ist hier. Oh, shit. Oh Gott, nein. Der kommt doch hier hoch. Weg hier. Oh, Mann.
Jetzt bin ich ein bisschen panisch. Ich hätte nicht gedacht, dass es viel zu sehen gibt mit der Facecam. Aber einmal hat er mich auf jeden Fall gut erwischt. Definitiv. Da ist der Adrenalinpegel mal kurz nach oben geschossen. Vor allem, weil die ganze Zeit Ruhe war. Und dann jetzt auf einmal war er da. Nein. Hier kann man auch runter. Und ich glaube, hier bin ich doch nicht runter, oder? Hier war doch die eine Seite vorhin gehangen. Hier unten. Hier dran. Ich laufe jetzt einfach mal hier weiter nach unten. Vielleicht hat der Kollege jetzt gerade andere Probleme. Wäre nicht schlecht. Hauptsache, er lässt mich in Ruhe. Oh, ich höre schon wieder Sachen. Ah, der Nebel hier ist super gemacht. Oh Gott, nein, Dunkelheit. Na, ah, ich werde es bereuen, ich werde es bereuen, ich werde es bereuen. Ich habe die Taschenlampe jetzt extra nicht an. Auch wenn es dann, wenn ich Gefahr laufe, dass es zu dunkel wird, aber ich will es nicht riskieren. Oh shit. Der ist schon wieder hier irgendwo. Das klingt aber, als wäre hier irgendwas. Da ist eine Seite, da ist eine Seite. Ich pack die jetzt ein und lese die dieses Mal nicht. Pech gehabt. Weg hier. Ich werde ein Standbild versuchen einzufügen. Ah, sieht man meine Maus wieder. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist nur bei dem Spiel. Oder es liegt am Aufnahmetool, das weiß ich nicht. Shit, wie komme ich hier wieder weg? Ich will hier nicht mehr langlaufen. Oh Mann. Ich höre ihn zumindest gerade nicht. Oh Gott, ich werde das sowas von bereuen. Wo war dieses gelbe Leuchten? Ich glaube, man darf auch nicht wirklich viel stehen bleiben. ...7264, warum sind die Koordinaten... Oh Gott. Nein, ich muss zurück, ich muss zurück, ich muss zurück. Wenn er jetzt kommt, habe ich geschissen. Nein! Oh, oh. Ich habe ihn schon gesehen, ich habe ihn schon gesehen. Das reicht mir, ich muss hier weg. Ich würde ihn ja mal anleuchten, aber ich will nicht wissen, was da passiert. Okay. Diese Fußspuren, die man da gesehen hat, sind wohl dann nicht von diesen Leuten unbedingt, sondern wahrscheinlich von ihm. Und ich weiß nicht, ob der sich rumportet oder ob der einfach... Na, diese blöde Maus, das nervt mich ein bisschen. Das, oder ob der wirklich hinter mir langläuft, ob der seinen Pfad dann hinter mir auch langzieht. Und ich weiß halt nicht, was passiert. Ich würde ihn ja anleuchten, aber no risk. Okay, ich glaube, er läuft mir wirklich hinterher. Da ich die Buchseite aber gefunden habe, verpisse ich mir jetzt hier ganz schnell wieder nach oben. Okay, wir haben gelernt, Dunkelheit nicht gut. Puh, und er hat mich echt gut erwischt. Wirklich, echt gut erwischt. Und das natürlich gleich so früh. Ich ging davon aus, es dauert ein bisschen, aber holla die Waldfee, das ging schnell. So, ich hoffe, wir sind jetzt erstmal in Sicherheit. Ich will nämlich mal ganz kurz auf die Karte gucken. Ist da was abgestrichen? Was weiteres? Natürlich nicht. 6672 ist immer noch offen. Nein, das ist genau da hinten. Ich muss da nochmal hin. Nein! Verdammt. Das Problem ist natürlich auch, dass meine Orientierung einfach scheiße ist. Ich habe keine Ahnung, bin ich jetzt hier oder bin ich jetzt hier? Ich würde sagen, ich bin hier lang gelaufen.
Gott, ich muss dann auch mal runter. Ich bin normalerweise nicht so schreckhaft oder so, aber das Spiel hat's drauf. Kann ich jedem nur empfehlen. Ich schaue in der nächsten Pause auch mal nach, was es kostet, aber ich meine irgendwas mit 18 Euro. Also es ist nicht teuer und grafisch wirklich, ich mache mal einen kleinen 360 Grad Dreher hier, wenn man sich das mal anschaut, hier am Pfosten fange ich an. Sieht man hier schön die Felsen, der Himmel, der Schnee, das Gras, die Bäume, dieser Wahnsinnige, den sieht man bestimmt auch wunderbar im Video. Dann sieht man hier den Mond und auch die ganzen Details, also es ist definitiv sein Geld wert, kann ich sagen. So, ich muss jetzt nochmal da runter. Das mache ich aber in der nächsten Folge, das mache ich jetzt nicht direkt, sondern ich mache jetzt nochmal eine kleine Pause und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn ich mir in die Hosen kacke. Bis dahin, ciao.